Schweizer, inzwischen schon hochbetagt. Von dem zeigen wir jetzt gerade eine Einzelausstellung. Das Bild hängt hier aber immer und hat natürlich einen tollen Standort, weil es direkt gegenüber von dem großen Fenster ist. Und aber Annette, ganz kurz, ist das gemalt? Ja. Das sieht ja fast aus wie ein Foto. Von Nagen löst sich das dann so auf. Ne? Ja, wow. Wenn man so durchguckt, das ist so ein ganzer Reigen an Räumen, so wie das eben früher in den Museen Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert oft war. Und wir richten die Sammlung einmal im Jahr neu ein, weil wir so viele Werke haben, dass wir die gar nicht immer zeigen können. Jetzt gehen wir mal weiter. Da sieht man jetzt in den nächsten Räumen, haben wir so kunsthistorische Themen. Das sind ja tolle Räume, die ihr habt. Ja. Auch mit den Farben, das wirkt ja. Das ist ein Tageslichtmuseum, das ist eben auch was ganz Feines. Das heißt, hier kommt immer Tageslicht rein und das Kunstlicht wird nur zugeschaltet. Mhm. Sodass, wenn es an hellen Tagen eben heller ist oder wenn Wolkenwechsel ist, dann kriegt man das gut mit. Wir arbeiten auch gerne mit Farben. Wir sind nicht so ein großes Museum, dass wir immer alles weiß haben. Viele große Sammlungen haben ja alles immer weiß und wir wechseln auch oft, weil man sich ja, also ihr seid ja für die Sache unterwegs, dass man sich wohlfühlt und Lust hat und Farben triggern ja auch oft so ein Wohlfühlgefühl. Also hier sieht man überhaupt erstmal die Wirkung von Farbe, ne? Ja. Mit Schwarz, das wirkt wirklich toll hier. Ja. Ja, das sieht man auch toll hier zum Beispiel bei diesem Bild von Christian Rohlfs. Wenn man das vor Schwarz hängen hat, dann sieht man plötzlich, wie viel Farbe da drin ist, wie viel Blautöne, wie viel Rot, Gelb. Wenn das auf einer weißen Wand hängt, ist das gar nicht so ganz stark, ganz stark zu sehen. Es leuchtet halt sehr stark vor Schwarz. Wir haben jetzt praktisch die Nachtbedingungen dadurch. Ja, die Nachtbedingungen. Das ist vielleicht nochmal eine interessante Kombination. Das ist ein Foto auch von Michael Wiseli, dem Fotokünstler Michael Wiseli. Der hat über Jahre hinweg eine Kamera am Potsdamer Platz installiert und das ist ein Foto tatsächlich, das zeigt, wie der Potsdamer Platz wächst. Wow. Ein Foto heißt also die ganze Zeit... Eine Belichtung. Eine Belichtung. Genau. Du sagst, wir gehen jetzt in die Kunstwerft. Ja. Was hat es damit auf sich? Die Kunstwerft ist unser Bereich, in den man einfach rein kann, immer. Also zur Öffnungszeit nicht mehr, klar. Und dann hier selber tätig werden. Achso, das ist zum Anfassen. Ja, also. Das ist zum Anfassen. Da das heißt, hier könnte man. Das müssen wir immer ab, das müssen wir einmal am Tag abräumen und dann darfst du wieder beschreiben. Jetzt hier die. Ah, ich sehe das gerade, die haben Magnete. Genau, du kannst einfach rangehen und da irgendwo was hin basteln, wenn du wolltest. Das heißt, wenn jetzt hier Eltern mit Kindern kommen oder auch Erwachsene einfach hier irgendwie rumspielen wollen, dürfen sie. Dafür ist es da. Also man muss es nicht angucken, sondern kann das alles gerne benutzen. Und das ist nochmal Franz Gersch. Ja. Und da seht ihr gleich unten noch viel mehr, das ist ein Holzschnitt. Man kann sich jetzt mal vorstellen, was heißt das eigentlich? Das ist alles mit einer Hohlkehle ausgehoben. Wahnsinn. Wir haben ein Jahr daran gearbeitet. Ja, das glaube ich gerne. Und wenn man einmal abrutscht, das ist es natürlich auch lieber. Ja, das ist ganz gut. Also du bist natürlich so groß, dass das Bild gar nicht mehr so groß wird. Ja, richtig. Dann müssen wir normal nicht schätzen. Ja, man ist ja auch jedes Mal geneigt, schnell ranzurennen, weil man ja sehen will, dass es wirklich kein Foto ist. Oder? Ja, ja, genau. Ja, man sieht es ja erst hier so in etwa, dass es wirklich gemalt ist. Ja, ja. Nee, das ist gemalt und da gibt es auch eine lange Tradition. Schon Dürer hat so ein großes Rasenstück gemalt und das ist auch eine Philosophie, dass so ein Künstler wie Franz Gersch eben sagt, er findet immer in seiner nächsten Umgebung eigentlich all das, was kunstwürdig ist. Also der muss jetzt nicht nach Japan oder Alaska reisen, um da inspiriert zu werden, sondern ihn inspiriert einfach all das, was sowieso um ihn herum schon da ist. So hat er eben angefangen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zu arbeiten. Ja. Die hat man später Situationsbilder genannt und das passt ja eigentlich auch ganz gut. Das sind so viele banale Situationen, die vielleicht jeder schon mal aufgenommen hat, so oder so ähnlich. Den Leuten sieht man vielleicht an, dass sie aus einer anderen Zeit stammen. Ja. Also so Zeitgeist spielt da auch eine Rolle.
Und das erinnert mich immer so ein bisschen an das Brandzwiebackkind. Ja. Das ist so ein bisschen orange. Aber als der Zwieback ausbrannt. Ja, das war jetzt ein Galopp durch die Kunsthalle. Ja. Ja, schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ja, genau. Dann sagen wir vielen Dank für heute. Ja. Und wenn wir dürfen, bleiben wir noch ein bisschen. Aber gerne. Unbedingt. Ja, vielen Dank, Annika. Ja, danke. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.